Okay. Ich habe eine Idee. Das gefällt mir zwar nicht, aber bringt eventuell auch ein bisschen anderen Flair noch mit rein. Aber das bedeutet, ich würde mein Team einmal umstellen. Oh Mann. Mein Team einmal umstellen müssen. Entschuldigung. Nochmal. Angler Yuri. Weil dann könnte ich es so machen, dass ich sage, Pokémon, die ich überlevelt habe, fliegen aus dem Team raus. Vergessen. Aber das würde bedeuten, dass Pippin dann auch raus ist. Dagegen vor Matrosen Merlin. Ah, wie gehe ich dagegen vor? Überlevelt sein ist langweilig. Aua. Wie komme ich aus dem... Oh, ich habe eine Idee. Dafür bräuchte ich aber noch ein Ditto oder so. Weil sonst könnte man sagen, die Pokémon, die ich überlevelt habe, die müssen neu gezüchtet werden und dann von vorne gelevelt werden. Aber ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich will ja eigentlich... spätestens im Januar mit dem kompletten Projekt durch sein, damit ich direkt in Legenden des Arceus reinhauen kann. Und vorher möchte ich eigentlich noch mal Let's Go Pikachu und Let's Go Pikachu durchspielen oder noch mal die Leuchtende Perle Edition.
Hello. Hallo Angler Alf. André, bist du noch da? Ich bin hier gerade ein bisschen lost unterwegs. Oder ich verschiebe da aus Pokémon leuchtende Perle. Na, das wollte ich doch gar nicht einsetzen. Wenn ich verschiebe Pokémon leuchtende Perle auf. Na. Legenden des Arceus. Das würde bedeuten, vor Arceus, in Klammern, muss ich die Strahlender Diamant und Poké Let's Go Pikachu durchspielen. Und mit leuchtende Perle könnte man sich dann etwas mehr Zeit lassen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Dann überlege ich mir noch was für leuchtende für die leuchtende Perle Challenge. Da könnte man es ja so machen. Das ist entweder ein komplettes Only Gift Team mache oder Only Evoli Team. Weil die Pokémon leveln ja mehr oder weniger gleichzeitig. Da könnte man dann Let's go.
Dann begrenzen wir wieder, wie viele Pokémon wir pro Arena haben. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Meine Sorge ist gerade eher dem aktuellen Projekt gewidmet. Wie ich gegen das überlevelte vorgehen kann. Oder wie ich effektiv dagegen vorgehen kann. Aua. Fängt an zu regnen. Zack, Taumorlord. Ach ja. Jolien. Eiszahn, aua. Nochmal, aber ciao, Boyelin. Nice, Level 36. Ja, das war schon. Danke für dein Geld. Muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hast du dir verdient. Dankeschön. Die VM-Attacke auflockern, über den Pokédex zu verwenden. Hier ist eine besondere Belohnung. Und deine Pokémon habt euch dieses Zeichen meiner Anerkennung verdient.